Und da ist jetzt kein Überhang. Komisch. Müsste ich da eigentlich rausruppen? Naja, machen wir später. Mal gucken. Jetzt erstmal hier. Was können wir denn da machen? Ich markiere hier erstmal. Da und da und da. Dann hier auch nochmal ein und dort nochmal ein. Und oh, gleich grün und da nochmal ein. So, das habe ich gerade nur gemacht zur Orientierung, ob das hier auch alles so hinhaut, wie ich mir das vorstelle. Weil dann zücke ich nämlich gleich mal die Schaufel. Los, zück die Schaufel. Zück die Schaufel. Ah, jetzt zückt er den Kies. Na gut, aber die Schaufel bitte auch noch. Jawohl, und jetzt geht's ab dafür. Graben wir uns hier einmal quer durch. Einmal durchs Gelände bitte. Huah. Ach nee, die alte Pofe da unten. Guck mal an. Unsere Ranzkammer, wo wir angegriffen wurden dauernd. Mann, 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 das Bett hat er auch nicht gemacht. Da müssen wir jetzt mal gucken, wie mache ich das denn jetzt? Nehme ich mal Erde. Hierhin und dann, das kommt weg. Und dann muss ich das irgendwie zubauen da unten. Wo setze ich denn die? Da kann ich die Erde ansetzen. Moment, dahin, dahin, dahin und... Ach, war ja schlau. Also lieber, Moment, dahin und dahin. Und dann können wir hier hoffentlich durchgehend bauen. So. Jawohl. Und hier würde ich jetzt mal sagen, wir machen uns hier nochmal ein und da nochmal ein und da und da. Und dann können wir uns nämlich einen schönen Kiesweg bauen in unser Gärtchen hinein. So, zack und zack und zack und zack. Und dann, ja, lass mal überlegen. Hier müssten jetzt eigentlich auch noch Spurrinnen rein. Und das könnte dann, Moment. Doch, das könnte gehen, wenn das davon da... nach unten. Das müsste ja dann noch ein weiter vor... Das müsste noch ein paar weiter vorstehen. Ich müsste hier eigentlich anbauen. Schwierig, schwierig. Ich mache hier mal einen kleinen Überhang. Moment. Das kommt wieder weg. Das kommt wieder weg. Und das kommt wieder weg. Ich müsste das anders machen. Das sieht sonst scheiße aus. Ja. Moment. Lass mich überlegen. Lass mich mal überlegen. Mir fällt sicher was ein. Hier müsste jetzt eigentlich... Das müsste dann der erste Graben sein. Und da müsste ich aber mal gucken, wie ich den befüllen kann. Weil ich habe ja was vor. Ne, das soll ja nicht einfach nur irgendein Graben werden, sondern das soll ja wunderschön werden. Ich bin eine wunderschöne Prinzessin. Ne, und genau so soll sich ja auch unser Garten fühlen. Wie eine wunderschöne Prinzessin. So, ist natürlich die Frage... Ja, das ist ein... Okay, ja, jetzt gucke ich hier noch ein bisschen rum. Jetzt laufe ich dahin und reiße das da raus. Jawohl. Und das da auch. Weil dann kann nämlich das Wasser, das hier abfließt, direkt ins Meer fließen. Das wird bestimmt wunderhübsch aussehen. Oh, so wunderhübsch. Ich bin ganz verliebt in die Vorstellung. So, jetzt ab nach oben und da müssen wir mal gucken. Da muss jetzt gleich ein Graben rein, wo das Wasser nämlich von oben nach unten fließt. Und dafür holen wir uns jetzt erstmal eine Lebensversicherung. Nein, dafür gehen wir erstmal hier hin und gucken mal hier vorsichtig. Da muss es runtergehen. Da. Und dann hier müsste es auch noch irgendwo, da kommen wir gar nicht hin. Moment. Dann muss ich mich hier mal ganz kurz entlanghangeln. Und das ist einer weiter links, der da kommt raus. So. Und das Ganze zieht sich ein bisschen in die Lande rein. So, und dann würde ich sagen... Ne, Wuffi? Oh, Wuffi, Wuffi, Wuffi. So, dann würde ich sagen... Was würde ich denn da sagen? Ich weiß gar nicht, was ich da sagen würde. Ich würde sagen, wir holen uns mal hier... Das legen wir raus. Wir holen uns... Ne, wir packen die Erde rein. Ach, das macht er da gerade. Ein Erdblock kommt da hin, das kommt da hin, das da hin... Und den Rest Erde, ja, pass mal auf, das tauschen wir mal gegen den Einer hier, zack. Und ansonsten, 7 schwarze Wolle und Sand. Kommt auf Sand, ja, das ist ja ganz schlau, Herr Professor. Da haben wir noch Wolle, die könnte theoretisch nach oben rein, da ist noch Platz, aber da kommt das Fleisch jetzt rein. Weil wir so viel davon haben, das müssten wir mal brutzeln bei Gelegenheit. Und, das kommt Gravel zu Gravel. 64 behalten wir. Den Zeppling müssen wir leider mitnehmen. Aber die können wir stacken. Direkt auf 64. Wunderbar. So, was haben wir noch hier? Ach, das Wolle zu Wolle und Pfeile zu Pfeile. Und dann würde ich sagen, ja, Steinschwert. Sieht übrigens sehr geil aus, das Steinschwert. Und die Steinspitzhacken sehen auch richtig aus wie Steinspitzhacken. Die brauchen wir wahrscheinlich auch.
Ich mag ja diese Icons unglaublich gerne, diese Pixelart. Ich weiß gar nicht, ob ich das schon erzählt habe, ob das jetzt eine verschwundenen Aufnahme ist, Voice-Aufnahme, oder ob das noch in der alten mit dabei ist. Auf jeden Fall liebe ich diese Pixelart, während ich hier gerade 4 Eimer ins Inventar stelle, die auch sehr pixelartig gehalten sind, und ich liebe es. So. So, hier mal eben alte Schweißbrühe, die wir uns vorher aus der Achsel gewrungen haben, in die Eimer kippen. Und jetzt testen wir hier mal einfach, testen wir hier mal den Wasserverlauf, ne? Nee. Ach, scheiße, den kann ich noch gar nicht testen, weil das kann da unten ja noch gar nicht abfließen, verdammt. Also nochmal schnell runter, und dann müssen wir da nochmal schnell was ausheben. Da gehen wir mal hier lang. So. Weil da kommen wir ja schneller an. So. Und dann das da raus, und dann das da raus, und die Erde können wir eigentlich auch nochmal einsammeln, ne? Hier, zack, 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 zack. Und da auch nochmal die Erde. Man weiß ja nie, wozu es gut ist. Was man hat, das hat man. So, da müssen wir aber auf jeden Fall noch nach vorne. Das sieht noch so ein bisschen schäbig aus, ne? Oder? Wird schon wieder dunkel? Ja, dann würde ich sagen, wir hauen uns erstmal ins Bett. Erstmal eine Runde knacken, dann machen wir am nächsten Tag weiter. Hops, und dann können wir ja den ersten was... Oh, also wir hauen uns ins Bett. Also wir hauen uns ins Bett. Ah. Ja, 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 ja. Ah. Guten Morgen, und dann wieder frisch ans Werk. Sofort geht's weiter. Wir sind bewaffnet mit Wassereimern. Und wir werden sie benutzen. Ich weiß nur nicht genau wie. Aber das wird sich ja sicherlich gleich zeigen. Weil so möchte ich das jetzt momentan auch nicht lassen, und ich werde es auch nicht lassen. Ich weiß nur nicht, wann ich mich endlich entscheide, mich zu entscheiden. So, da lege ich schon mal Holz an. Ich bewaffne mich mit Holz. Es sieht gut aus. Ich glaube, Freundin, das wird gleich was werden. Jetzt guckt er sich um, ganz gewieft, und dort sieht er erspäht den Holzrahmen und beschließt sich, den Holzrahmen hoffentlich auszubauen. Er wird ihn nicht mit der Axt wegreißen. Nein, er wird ihn nicht mit der Axt... Er wird ihn nicht mit der Axt... Nein, du wirst... Das ist ja also der... Er reißt ihn gerade mit der Axt weg, wie es aussieht. Und, macht hier scheinbar alles nochmal neu. Und kleidet das jetzt mit Holz aus. Ich wusste gar nicht mehr, dass ich das gemacht habe. Das ist ja unglaublich, was ich hier... Was ich mir hier rausnehme. Was ich euch hier für einen Schund abliefere. Dafür möchte ich mich echt mal entschuldigen. Das ist ja peinlich, wenn man sich selber dabei zusieht. Und man sitzt hier als Zuschauer viel bequemer, muss sich keine Gedanken machen und kann alles besser wissen. Mann, ist das toll. Ich hoffe, ich übersehe in dieser Folge noch Kohle irgendwo. Dann kann ich ja mich darauf hinweisen gerne. So, hier dann aber das Holz hin. Das richtige Baumholz. So, das sieht natürlich auch ganz schick aus. Doch, im Endeffekt keine schlechte Entscheidung. Hast du schon ganz gut gemacht, Junge. Ist schon ganz okay. Das muss aber noch weg, ne? Ja, mit der Axt bitte, genau. Nicht mit der Spitzhacke. Das ist schon ganz vernünftig. So. Und dann würde ich mal sagen... Ja, also mit der Axt weg und dann mit dem Holz dran. Genau, so sieht das dann aus. Das gewinnt jetzt nicht unbedingt bei Germany's Next Topmodel, aber ganz ehrlich... Es sieht zumindest eleganter aus als manche Kleider, die sie da vorstellen. So, jetzt haben wir das Holz da oben angebracht. Jetzt brauchen wir noch ein bisschen Schmuddelerde. Also, Schmuddelerde. Die Axt, da ist die Axt, da. Nimm sie ab. Und dann geht's los. Und jetzt bitte Schmuddelerde. So, so. Jawohl, und da kommt dann das Wasser runter. Das hast du ja super gemacht. Du Profi-Let's Player. So, nächstes Mal bitte gleich beim ersten Versuch. Ja, das ist ja immer ein professioneller Anspruch. Da kannst du ja nicht mit so einem Lumpenscheiß kommen. Gronk oder wo du dich nennst. Krunk oder Fronk oder weiß was ich. Drittklassiger Aushilfs-Let's-Player. Will doch eh keiner sehen. So, jetzt hier machen wir mal einen Stützbalken hin. So rum. Und zwar richtig diesmal beim zweiten Versuch immerhin schon. Mann, 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 Mann. Wenn ich später so eine Kinder habe, schicke ich die auf eine Sonderschule. Und zwar mit dem Arschtritt. So, jetzt, das sieht schon, das, ja, aber da muss auf jeden Fall auch noch richtiges Baumholz hin. Das sieht sonst ein bisschen komisch aus. So, raus damit und Baumholz hin, und da auch nochmal das Gleiche. Wird er es schaffen? Wird er es hinkriegen? Nein. Ja, manchmal habe ich einfach keine Worte dafür, wie sehr ich mich schäme. So, jetzt sieht es aber normal aus, und, ja, kann man auf jeden Fall so anbieten, wenn man die Augen zumacht und nicht hinsieht. Nee, aber ganz ernsthaft, es wird doch schon so langsam.
Da sieht man schon, hier entsteht ein Garten. Jetzt werde ich bestimmt gleich eine Dummheit mit Glas machen, wie ich mich kenne. Jawohl, da sieht man es schon. Und nein, tu es nicht. Tu es nicht. Nein, tu es nicht. Tu es. Nein. Natürlich tut er es. Und ja, ich möchte am liebsten das Headset beiseite legen. Ja, jetzt mach das wieder weg. Ganz schlau. Herr Professor. Naja, gut, dann haben wir jetzt immerhin hässliche Glasklötze da rumhängen. Das ist ja auch schon mal... Oh Gott, er macht es auch noch schlimmer. Das war doch so schön offen. Warum baust du es jetzt zu, Mann? Ich hoffe, das wird nicht so bleiben. Spätestens, wenn ich wieder aufnehmen darf, werde ich es wieder gut machen, hoffe ich, weil so sieht das doch scheiße aus. Jetzt lass das doch nicht so. Nimm das doch wieder ab. Tu nicht so, als würdest du jetzt was anderes machen wollen. Weil du dir nicht sicher bist, dass es scheiße aussieht. Es sieht scheiße aus. Mach es weg. Er geht vorhin raus. Naja, gut. Dafür können wir ja jetzt hier wunderbar noch Erde draufklopsen. So, die Rillen lassen wir natürlich, die wir da vorher schon gemacht haben. Und machen nur die dort Erde hin, wo das Wasser nicht fließen soll. Da ist doch Holz. Holz! Hol dir das Holz! Holst du das Holz? Du holst dir sofort das Holz. Gut, er holt sich wenigstens das Holz. So, und jetzt, so. Wieso rede ich eigentlich von mir in der dritten Person? Naja, ist auch egal. Dann würde ich sagen, jetzt die Schaufel gezückt und dann machen wir hier nämlich noch was ganz Schönes hin. Da werdet ihr bestimmt gleich sehr überrascht sein und sagen, oh, ich bin sehr überrascht. Denn damit hat keiner gerechnet. Jetzt graben wir hier die Erde weg. Darunter ist natürlich eine Menge Holz. Moment, hier noch und hier noch und hier noch. Und da ist die Schaufel gerade kaputt gegangen und ich würde noch sagen, da muss noch einer weg. Jawohl. Und jetzt werden wir ein paar Mal hin und her laufen. Wir haben nämlich Eimerchen dabei, Popeimerchen, Mutterbeimerchen und dann werden wir die jetzt zücken und mal was probieren. Wir zücken jetzt die Eimer, genau, na also, und probieren jetzt was. Jetzt zücken die Eimer, probier was! Na also. So, das heißt, wir werden gleich ein bisschen zum Brunnen laufen müssen. So, da ist das Wasser schon entstanden, also ein richtiges Wasser, ein ruhiges Wasser. Zack und zack und zack und zack. Und damit werden wir uns jetzt hier einen kleinen künstlichen See generieren. Ja, man mag es gar nicht glauben. So, da hinten ist jetzt alles schön ruhig, fast alles. Da noch einen hin. Und da drüben muss auch noch ein bisschen. Und den können wir dann nämlich schön verzieren. Dazu müssen wir aber gleich nochmal eine kleine Reise machen, wenn ich das doch richtig in Erinnerung habe. So, da hüpfen wir hier am besten mal rüber. So, hüppe. So. Da jetzt Wasser und da jetzt auch... Also, da jetzt auch nochmal Wasser. Da fließt es ab und... Jawohl, alles gleich lang. Das heißt, wir haben eine super gleiche Flussrichtung. Das Holz unter dem Wasser sieht man gar nicht mehr. Und wir nehmen mal kurz den Wasserfahrstuhl nach unten. Hui! So, und da sind wir schon unten angekommen. Und jetzt, was mache ich denn jetzt als nächstes? Das ist eine gute Frage... Ich habe drei Eimer dabei, da würde ich doch sagen, ich mache mal einen Brunnen hier hin oder mache ich vielleicht... Nee, ich glaube, den mache ich gleich wieder zu. Mach den mal wieder zu, genau, mach mal schnell wieder zu, zack, 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 zack. Und jetzt machen wir uns lieber einen anderen Brunnen. Wohin, wohin kann ich den mal machen? Dahin. So, dahin, dahin und dahin. Und dann können wir nämlich mit drei Wassereimern sozusagen einen Mini-Brunnen machen, indem wir einfach... Nein, nochmal weg. Indem wir dagegen Wasser kippen. Und dagegen. Und dann haben wir in der Mitte eine unendliche Wasserquelle. So kann man sich bequem einen Dreiblockbrunnen machen. Und jetzt können wir hier nämlich wunderschön die ganzen Dinger auffüllen. Sodass wir hier überall beruhigtes Wasser haben, sozusagen. Nein! Da aus der Mitte, bitte. Genau. So. Ja, schlau. Nein. Nicht dahin, sondern dahin. Genau. Und jetzt nicht dahin, sondern ein weiter nach links. Genau, weil diese Flussströmung ist eigentlich immer schon ein voller Wasserblock und man muss dann immer einen weiter von der Flussströmung wegnehmen. Ich hoffe, ich habe das gerade einigermaßen dann verständlich ausgedrückt. Wahrscheinlich überhaupt nicht. So, hier noch einen hin, nicht dahin, sondern dahin. Hier ist nämlich die Flussströmung. Da und wir nehmen deswegen einen nach links. So, und haben damit noch einen sogar und haben damit einen beruhigten Fluss erschaffen.